freut mich riesig, dass Sie heute Abend zu Gast sind. Einer Partei an, die auch nicht für jeden offen ist, sondern nur für Leute mit einer besonderen Freiheitsliebe. Wir nehmen auch nicht Leute, die erst an den Staat glauben und danach an sich, sondern erstmal die, die an sich glauben und danach erst auf den Staat setzen. Also insofern finde ich ganz gut, wenn man nicht beliebig, sondern klar ist. Herzlichen Dank und vielen Dank, dass Sie heute Abend unsere Gäste waren. Herr Heizen, haben Sie ganz herzlichen Dank. Erstens für die Gastfreundschaft und zweitens Respekt für diesen Ausdruck von Zivilcourage, Ihr Haus auch für eine politische Diskussion zu öffnen. War atmosphärerweise, sagen, ich habe schon ganz viele von gehört, war aber das erste Mal hier und fand es absolut top. Die hochkarätigen Partner, die hier oder Redner, die hier kommen, dass das ein Thema ist, was für die ganze Region eigentlich positiv ist, finde ich schon gut. Ich glaube, die kleine Atmosphäre ist sehr positiv, weil man einfach in einem kleinen Rahmen ins Gespräch kommt und sich austauschen kann. Und das habe ich bei größeren Veranstaltungen erlebt, dass es dann sehr anonym ist. Und ich glaube, das ist auch das Besondere am Heinzel Unternehmerforum, dass man in so einer Atmosphäre ins Gespräch kommt. Ich glaube, das ist ein schöner Rahmen, wenn man zusammensitzt, enger zusammensitzt, besser kommunizieren kann und natürlich auch der Redner nicht 50 Meter entfernt auf der Bühne steht. Schön war natürlich, den Christian Lindner zu hören. Noch nie, will ich mal so sagen, war mal so nah am Politiker dran wie heute Abend. War durchaus, alles war klasse. Eine tolle Veranstaltung, Leute mitten aus dem Leben, die persönlich sich einbringen dafür, dass andere Arbeitsplätze haben, die unser Land voranbringen, Österreich, Deutschland voranbringen. Also ein tolles Format und ich glaube, dass der Initiator Christian Heinzel damit echt was geschafft hat.